Hallo Boris. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich bin dir in die Türkei gefolgt. Du warst ja in der Türkei, jetzt war ich da. Und das war sehr spannend. Soll ich dir ein bisschen erzählen? Ja, auf jeden Fall. Es war ganz, ganz witzig. Es ist der neue Aldiana Club in Side. Ja. Und der Flug war eine Katastrophe. Also dahin zu fliegen war eine Katastrophe. Der Flieger hatte erst eine Stunde Verspätung. Und dann, was ich noch nie gehabt habe, sind wir Dauerschleife vor Antalya Dauerschleife geflogen. Und zwar so, dass dir wirklich auch schlecht wurde. Wir sind in einer Schleife da oben. Dann haben wir versucht zu landen und dann sind wir doch wieder durchgestartet und dann wieder gleich in Nein. die Schleife. Bei uns war eine Frau in der Reihe, die ist aufgestanden und dann haben wir, ja, Sie müssen sitzen bleiben. Und der war so schlecht, die brauchte eine Tüte. Die hat sofort, das habe ich noch nie erlebt. So, dann sind wir gelandet und dann sind wir da angekommen, abends im Club. Das ist ein toller Club mit wirklich tollen Leuten. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal sage, wenn ich da wieder rausgeflogen bin. Dann heißt es ja, erst hast du das so gelobt. Aber vielleicht kann man ja die Geschichte verfolgen dann anhand unseres Podcastes. Also mein Ankommen da war sehr toll. Es war sehr schön, super, super Zimmer. Also ich kann diesen Club tatsächlich wirklich nur empfehlen. Essen super, Pool super, Meer super. Die Gebäude sind, das sind immer drei Etagen, so Blocks. Sieht, finde ich, in den Prospekten gar nicht so schön aus. Als ich das gesehen habe im Prospekt, habe ich gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Wohnblock. Ja. Aber wenn man das in echt sieht, da geht nämlich in der ersten Etage von jedem Apartment direkt ein Zugang in Pool. Ja. Und von der zweiten Etage, also quasi vom ersten Stock, eine Treppe runter. Du kannst also aus deinem Apartment gleich auf die Terrasse gehen und dann eine Treppe runter und du bist gleich in deinem Pool. Und wir hatten jetzt das Pech, im dritten Stock zu sein, beim zweiten Stock in der dritten Etage zu sein. Und da gab es das nicht, aber trotzdem war der Pool nur 3 Minuten weg. Also du gehst ja 3 Minuten in den Pool. Es gibt einen Shuttle zum Meer. Das kann man aber auch zu Fuß gehen. Also das war rundum toll. Die riesige Hitze. Sag mal, das Meer ist mit Sandstrand oder mit Kieselstrand? Nein, es ist Sandstrand, aber es ist auf dem Weg ins Wasser, ist Kiesel. Aber nur so ein Streifen von 2-3 Metern. Das ist so ein bisschen für alte Leute wie mich. Ja. Da hat man da echt ein bisschen ins Wasser. Aber dann ist es einfach schön. Es ist einfach wirklich herrlich. Und dann auch sandig und wirklich toll. Also ich fand es ganz toll. Mit Beach Club, wo man da auch sich einen Hamburger machen kann, rund um die Uhr selber einen Hamburger bauen kann und ein paar Pommes kriegt und so. Und es waren 600 Leute da. Das Ding war, glaube ich, ausverkauft. Und es waren davon, ich glaube, 160 Kinder. Und ich hatte meinen Auftritt gleich am ersten Abend und Technik war super, Technikteam auch super, alles. Wir haben ja nun auch viel mit. Da waren die erst sehr erschrocken, dass wir so viel mit hatten und was wir alles brauchen mit Video und so, aber nein, es hat alles gut funktioniert. Es gab eine kleine technische Panne zum Schluss. Naja, das werden sie dann lernen. Da sind zwei DI-Boxen gewesen, wo die Batterien leer waren, dann konnte man das letzte Lied konnte ich dann nicht abspielen. Das hat mich dann ein bisschen genervt, aber gut, das haben sie sich dann hinter die Ohren geschrieben jetzt. Der Auftritt war gut, aber nicht leicht, denn es ist ja so, es waren, und das muss man einfach den Eltern anrechnen, es waren wieder, was weiß ich, 10 Kinder vor der Bühne, die musste dann einbeziehen, habe ich auch gemacht, kleine Kinder, weil wir haben ja keine Ferien, überall Buggies, also habe ich dann aber die Kinder mit einbezogen und das war dann auch nett. Die Kinder quatschen dann auch gerne mal dazwischen. Zeig doch mal nochmal das lustige Video von dem Mainzelmännchen. Ich habe dieses Mainzelmännchen, was die Brüste sagen. Zeig doch mal das lustige Video von dem Mainzelmännchen. So, das ging dann auch noch. Dann aber stiegen die Kinder irgendwann auf die Bühne und liefen auf allen Vieren zwischen meinen Geräten rum. Da habe ich dann nur einmal gesagt, so, also Leute, jetzt bislang habe ich ja alles mitgemacht mit den Kindern, aber jetzt nervt es langsam, ne? Ja. Und dann haben sie die Kinder weggenommen. Aber wie können Eltern, also das ist auch irre, ne? Was das für Eltern, das selbstverständlich ist, dass ihr Kind über die Bühne rumrennt, wenn da einer gerade performt, ist doch irre, oder nicht?
Und ich bin dann nach hinten gegangen, Backstage, und dann kam der Chef, den kannte ich vom Robinson Club Chumchuba, und der sagte, ja, das ist genau mein Humor und alles super, alles lustig. Und ich habe dann ganz ehrlich gesagt, du, ich bin aber überlegen, ob wir das dann auch lassen. Also das bringt ja nichts, wenn man dann so über die Kinder wegspielen muss. Und Ja. das musst du mir jetzt sagen, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Nein, ich fand das schon in Ordnung, aber wir haben ja auch so Clubs, wo so Primetime ist, wo gar keine Kinder sind, da wäre es ja viel leichter. Also da müssen wir nochmal abstimmen und so und so. Und zu Yvonne habe ich dann auch gesagt, ach Yvonne, ist es das jetzt wert, dass wir jetzt hier spielen? Du kommst mit der Show dann nicht so rüber. Das ist auch dann draußen. Das fehlt so ein bisschen der geschlossene Raum. Ich Aber haben weiß. die Leute denn gelacht? War es denn lustig für die Leute? Ja, letzten Endes war es lustig. Und ich habe auch einen Fehler gemacht. Also man muss da tatsächlich auch ein bisschen dann nicht so starrsinnig sein. Ich habe dann angefangen mit meinem Storms, dieser 5-Minuten-Titel von Stevie Nicks und so, wo ich dann Ja. dachte, du bist doch blöd, Kai. Dich kennt da kaum einer. Geh einfach nach vorne. Schieb den Moderator an die Seite und sag einmal so, genug gesabbelt, geht alles von meiner Zeit ab. Nabend und übernimm gleich, sei Genau. lustig, lass alles Theatralik raus, dann bringst die Leute nicht durcheinander und so, so. Und ja, also erst hatte ich mich dann dazu entschieden, nein, das ist ein toller Club und es ist alles schön und es kann keiner was dafür. Für die ist das schwierig. Die können jetzt ja den Eltern auch nicht so, du weißt doch, du hast sofort Beschwerden. Ja, ich habe einen Kinderclub und Ja, so. Da sind der große Mann hat Ficken gesagt. Was sind ja heißt auch ein bisschen die Hände gebunden. Und trotzdem habe ich dann gesagt, naja, vielleicht müssen wir das entscheiden, dass wir das dann nicht mehr machen. So, Ja. da hatten wir aber ja noch 3 Tage frei. Ja. In diesen 3 Tagen sind mir dauernd Leute über den Weg gelaufen, die gesagt haben, wie geil dieser Abend war und wie toll diese Show war. Und beim Frühstücksbuffet kommt einer und sagt, du hast Eier. Da muss man in die Türkei fahren, damit man endlich mal wieder richtig lachen kann. Aber es Weißt ist doch du? cool. Ja. Und dann war das Essen so toll und wir konnten uns ausruhen und du hast nicht noch 125.000 Besprechungen und 33 Millionen hier noch ein Interview und da noch was machen und da noch, sondern wir hatten dann wirklich 3 Tage komplett Ruhe, konnten machen, was wir wollten, Ja. haben nur Komplimente gekriegt, haben das wie so ein Mini-Urlaub genossen und am letzten Tag kam von Aldiana gleich eine Anfrage für den Aldiana Club auf Teneriffa. Ich glaube auf Teneriffa. Und Das ist ein Erwachsenenclub. ja, ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich habe sofort gesagt, ja, machen wir. Ich habe überhaupt nicht darüber, weil das einfach so schön war. Und letzten Endes war die Entscheidung auch richtig. Es ist halt eben nicht so, dass du da hingehst und es ist, weißt du, wenn das so ein offener Raum ist, es ist so, und es war sehr warm und dann gehen eben da Leute und die haben eben ihre Kinder dabei. Da muss man sich irgendwas nochmal einfallen lassen. Letzten Endes war das total toll. Und wir freuen uns, dass wir dann hoffentlich im November wieder dabei sind. Und jetzt werden wir das mal beobachten und mal gucken, ob es da wieder Leute gibt, die sich beschweren. Also der Startschuss Aldiana-Zusammenarbeit ist gesetzt. Und ja, mal sehen, Das ist ob doch es super. weitergeht. Und im Podcast kann man das ja dann verfolgen, wie es dann weitergeht. Ich würde eins machen. Es gibt im Kinderzubehörladen gibt es so Gitter, die sind so auffaltbar. Und du musst einfach eins machen. Du musst von Anfang an sagen, hallo, schönen guten Abend, so ganz kurz für die Kinder. Ich hatte hier letztes Mal Schwierigkeiten. Ich bin auf der Bühne rumtoben, will ja kein Mensch. Ich baue mal kurz ein Gitter auf. Ja. Also bei aller Liebe, das kann man ja jetzt dem Club auch nicht anlasten, aber die Nein. Frage bleibt natürlich wirklich, was sind das für Eltern? Also Kann ich dir sagen, kann ich dir genau erklären. Das sind die Eltern, die dir erzählen, dass also die Tatsache, dass sie in der Lage waren oder er in der Lage war, sein Dödel in ihre Mumu reinzustecken, ja, und das Ganze zur Befruchtung geführt hat, ist das größte Ereignis der Welt ever. Ever. Das hat es noch nie gegeben. Da kommt raus der kleine Jonas oder der kleine Joshua oder die kleine Chanel oder irgendwas. Und die ist was ganz Besonderes. Das ist nicht einfach ein Kind von den zwei Hongs gezeugt. Nein, das ist ein hochbegabtes Stück Wundermensch. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und natürlich muss man dem Freiraum lassen. Sie müssen sich entfalten, denn nur so können sie lernen, eines Tages auf der Straße zu kleben, da Ja. eigene Meinung haben. So. Ich meine, Backpfeife wäre, glaube ich, zu viel, aber ein kleiner Käfig vielleicht, und eine Möhre oder so, dass wir was zu tun haben, ist doch schon schön.
Also das fand ich ja tatsächlich, das haben die Leute auf AIDA, haben die tatsächlich gut gelöst. Die sind ja Ja. von meiner Show raus und haben gesagt, wir haben Kinderspielzeug, Mahlzeug, geht ihr mal da Genau. hinten in die Ecke und da stellen wir jemanden hin und dann sind die Kinder waren sofort weg und die haben in Genau. der Ecke Malsachen und Dinge, die Puzzles oder was gemacht. Genau. Ich hoffe ja nur, dass mir das nicht wieder zum Verhängnis wird, dass ich immer ganz ehrlich bin. Und das so sage. Also es war nochmal für die Hörer und die Zuschauer draußen, es war ein ganz toller Urlaub. Und das ist ein toller Club, fahrt dahin, das finde ich toll. Und Leute, die sich komisch benehmen, gibt es halt überall. Gut, also aber toll. Übrigens kann man das nochmal als Tipp ganz kurz, Kinder auf der Bühne, ne? Mit zwei, drei Klinkensteckern, die auf der anderen Seite im 220 Volt stecken, ist das Ding ja auch erledigt. Ja, das Na, stimmt mein Kleiner, ja. nimm doch mal die beiden Drähte und tu sie Was? zusammen. Ja. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe als Kind mal eine Haarnadel von meiner Mutter in die Steckdose beide Seiten reingesteckt. Da habe ich so eine gezimmert bekommen, das Licht war überall aus und ich bin einen Meter nach hinten geflogen und habe geschrien um Hilfe. Danach war ich nie wieder in der Steckdose. Ja, siehst du, also, das ist eine Erfahrung. Deine Feinde werden dir das auslegen, die werden sagen, da ist auch was von geblieben. Ja, auf jeden Fall ist ja auch so. Siehst du ja. Willst du als Mutter vom kleinen Kevin Henrich, ja, möchtest du, dass der Typ so wird wie ich? No fucking way. Ja, siehst du, Ja. das war mein Erlebnis. Ich hatte also eine Woche, also ein bisschen Ruhe. Ich habe ja noch ein bisschen mal Twitter geguckt, da ein wenig Nachrichten gelesen. Und ja, jetzt haben wir Fußball. Und Ja. schon gehört, bei euch ist eine Fußballparty. Nee, es ist nicht richtig eine Party, sondern die Kinder gucken Fußball. Es ist ein kollektives Ereignis. Es gibt zu essen und zu trinken dazu. Also etwas eher, ich sag mal, also das Ding ist das. Ich glaube, und da ist die Erinnerung falsch. Das ist tatsächlich interessant. Ich habe recherchiert. Und zwar, ich glaube eigentlich, dass es in Deutschland aufgrund dieser gedrückten Lage und des Regierungsversagens, dass die Stimmung nicht wirklich gut ist. Wir haben auf der Straße gefragt. Und tatsächlich war es so, dass die Stimmung wirklich gar nicht gut war. Also die Menschen haben einfach gesagt, ja, mal sehen, wie es ist und so. Und wenn sie wieder so scheiße spielen und so. Und ich hoffe ja, dass sie im Stadion nicht irgendwie wieder irgendwelche Belehrungsgeschichten machen und dass da irgendwie die Frau Faeser rumhängt mit einer Armbinde. Das wäre alles nicht so schön und wir wollen das nicht hören. Wir wollen einfach nur Fußball gucken. Und wenn die dann geil spielen, dann steige ich vielleicht ein und so. Ne? Und diese großen Fanmeilen sind alle schön aufgebaut. Da war neulich einer bei uns, der hat dann erzählt, hier im Sender hat dann erzählt, also 100% Sicherheit, ne? Muss man jetzt sagen, obwohl die Hilfskräfte, da haben sie ja gerade neulich zwei potenzielle IS-Terroristen rausgeholt. Also ich traue dem Frieden nicht so ganz und ich wünsche von Herzen, dass alles gut geht. Aber die Stimmung so richtig entspannt ist nicht. Und dann hat heute jemand erzählt, und das habe ich dann recherchiert und das stimmt, die Situation 2006 war ähnlich. Es war in Deutschland, das Wetter war davor so ähnlich, wie es jetzt auch ist und wurde dann richtig schön. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hatte 2 Jahre vorher kläglich versagt und die wurde dann gut. Und dann ist das Land sozusagen mit den Menschen aus aller Welt, die hier waren zur Weltmeisterschaft, ist es sozusagen, ist in einen Rausch gekommen. So. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das auch irgendwie passiert, um das wenigstens ein bisschen zu unterstützen, ist sozusagen das Thema jetzt. Wir setzen uns hin, wir gucken uns das heute Abend an, aber auch nur die erste Halbzeit, weil in der zweiten Halbzeit muss ich ja meinen Podcast machen. Wir ziehen das knallhart durch, auch wenn Deutschland spielt. Hier wird trotzdem, ist ja kein Podcast, was ist denn das eigentlich? Mein YouTube-Auftritt, bla bla bla, hin und her. Das ziehen wir trotzdem durch. Ja, also ich fahre mit meiner Tochter, mit meiner Frau gleich noch eben hier ins IZ und wir haben die Hoffnung, dass es da vielleicht nicht so voll ist und dann gehen wir da ein bisschen essen und machen mal einen Familientag, weil ich so viel unterwegs bin. Und zum Fußball muss ich sagen, wenn ich daran denke, Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr geht essen. Wo im IZ? das weiß ich nicht. Soll ich dir sagen, wo ihr essen Wo geht? denn? Gegenüber vom IZ ist das Del Favero. Warst du da schon mal? Geh ins Del Favero. Das ist ein super Restaurant. Die haben Sushi, die haben Italienisch, die haben deutsche Küche, die haben alles. Die haben eine riesige Karte, was immer schlecht ist. Bei denen, schwöre ich dir, ist jedes Essen gut. Sogar der Burger ist geil. Und es gibt da, und das ist preismäßig, sage ich jetzt mal, Mitte oben, also ist nicht so schlimm tatsächlich wie viele andere Restaurants. Und die haben zum Beispiel, nehme ich da immer gerne die Tagliatelle im Parmesanmantel. Das ist wirklich vom aller Feinsten. Ja, danke für den Tipp, Del Favero. Del Favero ist genau gegenüber vom Eds, da wo das Parkhaus ist. Wenn du vom Parkhaus kommst, dann gehst du, da ist ja diese Parkfläche, und wenn du von da aus kommst, gehst du direkt am Del Favero vorbei.
Das nicht da ist, Moment, ist das nicht, da ist doch das Blockhaus. Ist es da nebenan? Ja, das Blockhaus ist ein bisschen weiter runter, die Straße. Es Ah, ist ja. da, auf jeden Fall, das ist direkt, wenn du, da ist doch dieser Kaffee, dieses Kaffeehaus. Wenn du vom Parkplatz runtergehst, dann kommst du zum Kaffeehaus. Keine Ahnung. Espresso-Haus oder so heißt das. Da ist dieser Platz. Und von dem Platz gehst du rüber zum Haupteingang des Ja, Einkaufszentrums. ja. Da ist das Del Fabero. Also, sehr schön. Ja, Das ist werden echt, man glaubt immer große Karte, schlechtes Restaurant, Blödsinn. Dieses Restaurant hat super Sushi. Da gibt es sogar irgendwie so ein, weiß nicht, ob das jetzt um diese Zeit, ob das auch noch gibt, aber irgend so ein Sushi, so viel du willst, Angebot oder so, haben wir neulich gehabt. Da hat der Dennis sich auch nicht den Magen vollgeschlagen. Und dann gibt es aber auch, wie gesagt, Hausmannskost, sehr lecker. Die italienischen, also die paar italienischen Speisen, Fleisch ist da sehr lecker. Ist wirklich ein gutes Restaurant tatsächlich. ja, sehr schön. Dann werde ich auf meine guten 3 Tage Aldiana werde ich auch noch gut essen gehen heute Abend. So ist es, so soll es sein. Und ich sag noch mal ganz kurz zum Essen im Club. Schön türkische Küche auch, richtig mit Joghurt und Ja, alles ja, ja, Kebab, ja. alles, was da ist. Ja. Ja. Tolle Süßigkeiten natürlich, riesige Süßigkeitenbuffet und so. Nein, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Es war alles toll. Es war Geil. wirklich, wirklich, wirklich ganz toll. Und das Schöne war, dass ich eben am ersten Tag aufgetreten bin und von meinem Auftritt gar nicht so überzeugt war, weil es eben halt auch widrige Umstände waren, so ein bisschen. Aber dann so jeden Tag eine Riesenportion Kompliment bekam und ich habe tolle Kollegen kennengelernt, waren tolle Kollegen. Da war der Michael, ja, der heißt Michael, ein Percussionist. Der Percussionist und ist auch befreundet mit Sascha Ja. und ist mit Grönemeyer auf Tour gewesen und also ein ziemlich bekannter Percussionist, sehr, sehr nett. Dann von Popolski eine Sängerin, die da immer mit war, Iva hat Ja, die. die Rothaarige. Ja, kann sein, dass sie rote Haare hat. Weiß Ja. nicht, ob sie noch rote Haare hat. Glaube ich nicht, aber der hat die immer dabei. So eine Ja. Polin auch, Ja, glaube ich. genau. Ja, das ist super geil. Sowieso Popolski ist sowieso der Knaller, genau. Und die war sehr, sehr, sehr lustig. Die hatte auch einen Typen mit dabei, der war auch sehr lustig, war auch sehr Aldianer erfahren. Und dann die Zauberbabsi, das ist ein Travestiekünstler, der Zaubertricks macht, die entweder nicht funktionieren oder gar keine Zaubertricks sind. Das ist auch sehr lustig gewesen. Ja, klingt gut. Und ein Percussionist und eine DJ, das ist so ein Pärchen, er kommt aus Südafrika und sie kommt, glaube ich, aus München. Wir brachten so einen Ibiza-Style da rein, weißt Ja. du? Also es war schon toll. Es waren tolle Kollegen, es war wirklich alles rund. Ich bin ganz begeistert. Freue mich aufs nächste Mal. So, genau so soll es sein. Und das würde ich mir auch wünschen. Jetzt, der Fußball ist ja irgendwie so ein bisschen in den Verruf geraten durch die Diskussion mit den deutschen Fahnen und gleich mit. Aber ich finde, da sind wieder die üblichen Verdächtigen, die versuchen, die Stimmung da zu versauen, indem sie uns alle behandeln wie ein Kindergarten. Wir dürfen nicht die falschen Lieder singen, nicht die falschen Witze machen, nicht die falschen Fahnen tragen, uns nicht falsch benehmen. Es gibt ja sogar Hinweise Vor allen zum Dingen sagen das Umgang mit Leute. Transsexuellen. Hast du das gehört? Es gibt Ja, Hinweise ja, zum ja. Umgang mit Transsexuellen. Keiner würde das vielleicht sogar merken, dass das Transsexuelle sind, aber wir werden da, wirst du, und ich glaube, dass es dieses ganze Gedöns gar nicht braucht. Lass die Leute einfach feiern, wie sie wollen, und hör auf, sie dauernd zu belehren. Vor allen Dingen, genau, wir haben doch die letzten 40 Jahre ohne die Scheiße sind wir ausgekommen. Wir brauchen keine arbeitslosen, ungebildeten Pisser, auf Deutsch gesagt, ja, deren Job oder die sich selbst, die denken oder sich selbst die Aufgabe verschreiben, uns zu belehren. Das ist falsch. Ich muss nicht dem Löwen sagen, wie er die Gazelle zerbeißt. Das muss ich dem nicht sagen. Das macht er einfach. Ganz Ja. selbstverständlich. Er geht hin, zack, bumm, Schluss ist mit der Gazelle. Da brauche ich nicht hingehen, um mit dem zu reden, weil dann kriege ich auf die Fresse. Ganz einfach. So. Und das machen die mit uns die ganze Zeit. Sie meinen die ganze Zeit, da sind lauter Menschen, die entweder offensichtlich Antifa links völlig durchgedreht sind und es unbedingt zu Nazis machen wollen. Das sind die einen Durchgeknallten und die anderen sind die, die immer unter dem Mantel Demokratie zu schwulen oder irgendwelche Lebensweisheiten und Gerechtigkeitsweisheiten an den Mann zu bringen, mit Leuten sprechen, die das nicht wollen. Das sind auch die, die Behinderte über die Straße schieben, die auf der einen Seite bleiben wollen. Die schieben sie einfach rüber und sagen, du, da muss man helfen, zack, und schon ist der Behinderte auf einer Straßenseite und da will er gar nicht hin. Und das machen die mit uns am laufenden Band. Mir geht das so dermaßen auf den Zeiger und ich sehe Frau Faeser schon und ich muss sagen, ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision. Ich bete die ganze Zeit zu Gott, dass irgendeiner von diesen Menschen im Stadion einen Fehler macht.
einen kleinen Fehler, dass er das falsche Lied auflegt, wenn Frau Faeser und die ganze Mischpoke im Stadion ist. Ich möchte einfach, dass die Töne, die wunderbaren Töne, diese italienischen DJs, dass die da gespielt werden und dass dieses ganze verdammte Stadion ihnen den Finger zeigt. Weil genau das würde passieren. Und das Irre ist das, die ganzen ausländischen Gäste, die da sind, würden das auch feiern. Ja. Und dann stehen sie auf ihrer blöden Tribüne und gucken dumm rum und merken zum zweiten Mal in kurzer Zeit, dass sie hier nicht mehr gewünscht sind. Diese Regierung ist nicht mehr gewünscht. Dieses Wahlergebnis ist eindeutig. Ihre Blödheit mit diesen jungen Wählern. Ja, wir nehmen die jungen Wähler, damit die uns wählen. Wir holen viele Ausländer und bürgern die ein, damit die uns wählen. Irrtum. Die Ausländer haben in Duisburg zum Beispiel mit großer Mehrheit die islamistische Partei gewählt, die da angetreten ist, ja. Und die Kinder haben gesagt, fickt euch, wir wählen rechts und CDU. Und genau das ist es. Sie haben's, sie sind komplett raus. Alle Maßnahmen, Schrott, unbeliebteste Regierung ever, unbeliebtester Kanzler ever, scheiß Wahlergebnisse, scheiß Standing, da ist alles schlecht. Die haben nicht mal was im Stadion verloren. Und wenn sie ins Stadion gehen, bin ich derjenige, der nachcheckt, ob ihr Ticket auch abgerechnet wird wegen geldwertem Vorteil. Ja, ja, ja. Aber ich meine, das ist ja, habe ich heute Morgen gelesen, diese ganzen Rechtsbecher und Nazi-Keulenschwinger, die ja tatsächlich was, ich habe es ja immer gesagt, wenn jetzt die rechten Parteien nach oben kommen, dann, die werden nicht aufhören, die werden nicht sagen, das wäre ja jetzt dringend geboten, dass sie sagen, wir haben verstanden, wir machen was anderes. Nein, jetzt erklären sie den Osten zu doof. Das hat ja der SPD-Chef, wie heißt er? Der Klingbeil oder Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, der hat ja gesagt, na ja, also sie haben festgestellt, dass die Menschen in Deutschland anscheinend ungebildet und also dumm sind. Das hat ja übrigens auch Saskia Esken, die hat das ja auch Herrn Lanz gesagt, unterstellt gestern in der Sendung, dass wenn Leute, die das nicht begreifen, dass man die nicht wählen darf, die sind halt eben dumm. So. Ja. Und die stell mal vor, was hier möglich ist. Wir sind zum ersten Mal seit 70 Jahren aus der Demokratie raus. Sie sagen einfach, was man nicht wählen darf, ohne Grund, by the way, denn gesetzlich ist da gar nichts festgelegt. Und natürlich gibt es da echt schräge Vögel am Start. Ich finde Herrn Höcke auch scheiße. Herrn Kral kann ich nichts sagen, weil ich das nicht weiß tatsächlich und nicht beurteilen kann, aber Herrn Höcke verstehe ich überhaupt nicht. Und das, was der Herr Kral da gemacht hat, rumjonglieren mit so komischen Sätzen und sowas, alles völlig unnötig, Blödsinn. Warum macht er das, weiß ich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass nicht zum Beispiel Frau Weidel exzellente Reden halten kann mit sehr, sehr guten Inhalten. Und übrigens, für mich waren blöderweise diese Plakate von der AfD mit den Slogans drauf. Da ging es darum, Energiesicherheit schaffen, Handwerk unterstützen. Da waren blöderweise lauter klare, gerade Botschaften drauf, die jeder versteht. Bei der SPD stand Frieden. Ja. Und das sind die, die den Krieg anzünden. Wir müssen durch auch alles für Deutschland. Ja, genau, so. Das war auch sehr lustig. Und bei den Grünen, ne, bei den Grünen steht drauf, das war ja das Plakat, muss man vorstellen, 2 Tage vor der Wahl sind hier plötzlich alle Grünen-Plakate ausgewechselt und überall steht gemeinsam gegen rechts. Da hat man ihnen jetzt so den Finger gezeigt, dass sie nicht definitiv auf dem falschen Weg sind. Sie haben den Fehler gemacht und das ist ja auch klar. Permanent erzählen sie, was man nicht machen soll. Aber keiner von den Vögeln sagt, was sie eigentlich gedenken zu tun gegen die ganze Krise, die sie selber angerichtet haben. Also das ist... Das ist ja auch, dass sie nichts tun. Sie beschließen ja nur. Es ist ja eine reinige Beschlusspolitik. Sie verkünden irgendwas und beschließen irgendwas, aber sie machen es ja nicht. Ja. Dass sie natürlich, ich meine, das haben sie ja, hat Kevin Kühnert ja selber gesagt, das wäre jetzt ein Fehler, die lügende, vergessliche Schlafmütze Olaf Scholz aufs Plakat zu drucken, wo ich natürlich dann auch denke... Wie kann man denn so blöd sein? Der hat ein Riesendenkmal hier, nämlich eine große Baustelle hat er hinterlassen. Und den jetzt da aufs Plakat zu drucken, das ist so bescheuert. Das ist alles so bescheuert. Ja. Da gab es heute Morgen übrigens sehr schön im Radio, da hat der Radiosprecher hier aus Hamburg, hat dann gesagt, irgendwas wie, heute feiert Olaf Scholz seinen 66. Geburtstag, da wird ihm seine Frau ja sicher den Kuchen ans Bett bringen. Und dann hat der andere Gesprächspartner gesagt, seine Frau? Der Hamburger an sich weiß, warum das unglaublich lustig ist. Das ist wirklich toll gewesen. Also war richtig reflexmäßig und dann, ach so, ja, seine Frau, ja. Ja. Ach ja. Herrlich.
Ja, das ist schon, es ist schon interessant, was da jetzt passiert und wie sich das alles versucht zu wenden, aber dann trotzdem seinen Weg weitergeht. Frau Kebekus hat ja jetzt wollte gerade sagen, ein Sekret unterschrieben. Nein, sie hat ein Dekret, wie heißt das, unterschrieben? Deodorant. Wieder alles gegen rechts und die Brandmauer, die soll stehen bleiben mit anderen Künstlern zusammen wieder. Das heißt, der Spalt, den lassen wir ruhig so, bloß nicht auf irgendjemand zugehen, bloß nicht irgendwie reden. Wir Aus lassen dem das so. Spalt. Plötzlich taucht er wieder auf. Kommt er, war lange krank jetzt, taucht er auf. Da steht er wieder. Wir müssen noch ganz dagegen und rechts. So war er wieder da und hat also ein langes Pamphlet auf Facebook geschrieben, was man hier gegen rechts und keine bunte Republik Deutschland. Wo man sagt, so der Typ ist inzwischen auch eine Karikatur seiner selbst. Und das war richtig einer meiner Helden, muss ich echt sagen. Über Jahrzehnte, selbst in der Zeit, in der schwierigen Zeit, als er Vollrausch verbracht hat, habe ich irgendwie gedacht, Mensch, der Udo. Der hat wirklich was bewegt in Deutschland, aber jetzt immer eine willkommen gegen rechte bunte Republik Deutschland. Das ist so scheiße, das geht mir so dermaßen auf den Senkel, Wahnsinn. Es ist schon echt. Das ist alles so verkommen. Weißt du, was ich auch immer denke jetzt, wenn ich diese Videos sehe, da sind ja wieder Videos aufgetaucht jetzt. Ja. Zum Geburtstag von Olaf Scholz und wie der da mit Macron steht und wieder Sleepy Joe dabei, der wieder völlig in die falsche Richtung guckt und alle stellen sich wieder hinter ihn, alle drehen sich wieder um. Und ich meine, es ist doch offensichtlich, dass keine Zeitung sich darüber Gedanken macht, was mit diesem Mann nicht stimmt. Ich meine, wenn ich von der Presse tatsächlich, wenn ich das mitkriege, klaren Verstandes mitkriege, dass die gewisse Themen unter den Tisch kehren, nämlich den Geisteszustand und Gesundheitszustand von Joe Biden, dann kehren die auch andere Sachen unter den Tisch. Du hörst, Ja. sorry, das haben die nicht auf der Agenda. Die Ja. schreiben das schön und filmen das schön. Und es ist doch entsetzlich, dass der mächtigste Mann der Welt, vielleicht auch gewesen, wissen wir nicht, aber und der irrt darum, Du weißt ja nicht bringt mal, diese Nachricht vielleicht überhaupt ist er Putin. tot und es ist eine KI, die man ihm eingepflanzt hat und er und dann ist noch nicht so ganz orientiert, weil wegen Richtung weiß er nicht so gern, mal in Richtung Musik, mal nicht, das ist auch komplex. Das Gleiche ist, was du sagst, das ist völlig richtig. Ich erzähle dir meine Geschichte. Weißt du, dass die Frau Lemke war es, glaube ich, dass die 4,3 Milliarden Euro versenkt hat? Wer ist denn Frau Lemke? Ich glaube, die ist zuständig für auch für diese Auslandsinvestitionen und sowas Ah alles, für ja. CO2-Geschichten und da irgendwie so. Also auf jeden Fall, es sind, ich weiß nicht genau, ob sie es war oder wer da jetzt unterschrieben hat letztlich, aber Fakt ist, die Bundesregierung, die Grünen, in diesem Falle, waren, glaube ich, da zuständig, hatte man geschrieben. Die haben 4,3 Milliarden Euro versenkt. Und weißt du womit? Sie haben Firmen in China unterstützt. Und zwar, ich weiß nicht, die Zahlen nicht mehr genau. Ich glaube, sowas wie 30 Firmen. Da ging es um CO2-Zertifikate und so weiter und so fort. Und da wurde also Geld hin überwiesen. Und jetzt hat man festgestellt, dass 12 von den Firmen schon mal gar nicht existent sind. Dass die anderen Firmen alle ungeprüft sind und dass eigentlich keine von diesen Firmen korrekt gearbeitet hat. Und das Geld ist weg. Und das Irre ist das, es steht nirgendwo. Es steht nirgends, kleine Notiz irgendwo mal, 4,3 Milliarden. Gleichzeitig steht aber überall in der Zeitung, wie fantastisch es ist, dass man weitere 50 Milliarden einsetzt, um Ukrainer zu vernichten. Beziehungsweise dazu zu führen, dass Ukrainer und Russen totgeschossen werden, weil es ist ja nicht so, also ne, das jetzt haben sie gesagt, ja, also aufgeben zu den, der Putin hat jetzt gesagt, also er wäre bereit, über den Frieden zu verhandeln, aber Donbass und diese ganzen Gegenden will er alle haben, ja, dann haben die gesagt, ha, das hast du ja noch gar nicht erobert, weil du hast ja nur die Hälfte erobert und wenn du jetzt da weitermachst, dann dauert das noch 10 Jahre, bis du es ganz erobert hast. Deswegen werden wir einfach weiterkämpfen und vom Westen gibt es ja neue Kampfflugzeuge und andere neue Sachen und dann soll ja, hat ja Frau von der Leyen 2 Tage nach der Wahl im völligen, wahrscheinlich Spritzdelirium. Ich glaube, die spritzt ihre Scheißsoße, die sie gekauft hat, jetzt selber permanent ins Gehirn oder so. Dann hat sie gesagt, ja, die Ukraine muss jetzt dringend in die EU aufgenommen werden. Wie verstrahlt, damit sind wir im Krieg mit Russland, wenn das passiert. Wie verstrahlt muss man sein, in der jetzigen Situation nicht alles darauf zu setzen, dass keine Menschen mehr sterben? Es ist denen scheißegal. Und 43 Milliarden verschwinden, 4,3 Milliarden verschwinden, keiner sagt was. 50 Milliarden gehen in Menschen töten
Und es steht überall, als wäre das eine ganz tolle Nachricht. Guck mal, wir stehen solidarisch zusammen und sehen zu, dass die Russen und die Ukrainer sich töten. Das ist ja eine Riesenidee. Und das, was der Herr Putin sagt, ist ja infam. Den Frieden machen und die Gebiete der Ostukraine, wo die Menschen herkommen, die früher immer sich auf, bei AIDA geweigert haben, mit den Westukrainern auf Kabine zu gehen, sondern lieber mit den Russen auf Kabine wollen, weil sie nämlich eigentlich kulturell Russen sind, das will man nicht hören. Das will auch keiner hören. Und das heißt nicht, dass nicht Putin zu verurteilen ist wegen dem Angriffskrieg, aber es ist einfach falsch. Sie reden Unfug und sie machen einfach weiter und sie wollen die Welt vernichten. Sie wollen also, damit spielen. Also ich sage dir auch ganz ehrlich, so war ich hier sitze, mal gucken, wir können ja jetzt, ich gucke mir manchmal so Videos an, die ich zu Corona gemacht habe, das Haus gewildert, aus dem Gartenhaus und so. Und weil das scheint so lange her zu sein, was man da gemacht hat und man versucht sich so in die Stimmung zu versetzen, die da war. Und guck, wie es jetzt ist. Also viel besser ist es ja jetzt auch nicht. Es ist halt anders, aber viel besser ist es nicht, die Stimmung. Und damals war man ja noch so, zu Corona-Zeiten war es noch so, dass man noch geglaubt hat, naja, irgendwann ist das Corona-Ding vorbei und dann geht's weiter. Und jetzt weiß man halt, nee, jetzt ist halt der Krieg und es ist immer irgendwas und es wird immer so. Und jetzt sage ich dir, das kommt mir echt nicht leicht über die Lippen, aber ich bin so gut wie fest davon überzeugt, sage ich jetzt mal leise wegen meinem Kind, ich glaube, die wollen Krieg und es wird Krieg geben. Ja, ich glaube das Erste auch. Ich glaube das Zweite, wir haben große Chancen, dass das Zweite nicht passiert. Ist jetzt blöd, wie mein Satz weitergeht. Wenn Trump gewinnt, ist der Spuk vorbei, bin ich mir ganz sicher. Ja, das sagen ja viele. Also es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von meinem Freund Andy Bühle aus Erlangen, der gesagt hat, als Trump an die Macht kam, habe ich gedacht, so der räumt den Schreibtisch, der räumt den Schreibtisch auf. Als er dann an der Macht war, hat er gesagt, ich glaube, der baut alles um. Und ja, also ich tendiere ja auch dazu. Ich tendiere auch dazu, das Glauben, also ich will das glauben, tendiere auch dahin. Und der Rechtswandel, der jetzt passiert, also der Rechts ist ja gar kein Rechtswandel, das ist ein Besinnen nach dem wahnwitzigen, irrwitzigen, grün-sozialistischen Drecksweg, ja, kommen die Menschen langsam zur Besinnung und wollen wieder Konservativismus haben. Aber es tut mir leid, es ist zu spät. Ja, naja. Es ist zu spät. Ich habe gestern. Das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Bilder gesehen von einer U-Bahn in Italien, das war ein Pride Flag Express. Der war innen, die ganze Inneneinrichtung, der war nicht nur draußen ein bisschen was dran geklebt, sondern diese Pride Flag war über den ganzen Zug innen, die Bänke waren so, die Stäbe, die Haltestäbe, das war alles Pride Flag. Und es war eben nicht Regenbogen, es war Pride Flag. Und es hat mich aufgewühlt, dass es Italien war, weil du einfach merkst, die versuchen ihre Linke, und zwar den deutschen Grünen, ist es jetzt eine steile These, aber die Linke, den deutschen Grünen übergeordnete Ideologie oder Partei oder wer immer da seine Finger drin hat, NGOs oder so, versuchen die über den Kontinent zu stülpen. Ja. Es wird vorbei sein, wenn die Grünen weg sind. Ich schwöre dir, irgendjemand, der da an irgendwelchen Schaltern sitzt, wird sagen, ihr habt versagt. Und dann muss die nächste Partei den ganzen Mist dadurch. Das weißt du was? Und das ist genau das, da habe ich Hoffnung. Weil du hast gesehen, auch in den Interviews, wir haben Interviews geführt nach der Wahl, ne? Warum haben sie was gewählt und so. Die Menschen haben es nicht gesagt. Wenn die Kamera aus war, haben sie es dir genau gesagt. Und sie haben gesagt, wir sind fertig mit dieser Bande in Berlin. Diese Bande in Berlin ist weg vom Volk. Die ist nicht mehr da, um dem Volk in irgendeiner Form irgendwas Gutes zu tun. Sie reden Quatsch. Wärmepumpe, Quatsch. CO2, Quatsch. Keiner kümmert sich um das Plastik im Meer. Also wieder, Versagen. Die Wirtschaft komplett ruiniert. Ein Typ, der keine Ahnung hat, nachweislich keine Ahnung hat. Der Typ ist ein absoluter Ruinator. Wir haben keinen einzigen mehr, nicht mal die, ja, nicht mal jemand, wir hatten so einen dabei mit Palästinenserschal, extra deswegen befragt, weil wir dachten, da muss jetzt mal eine gegenteilige Meinung kommen. Nix da. Genau das Gleiche. Zu Israel haben wir nicht gesprochen, deswegen wäre vielleicht da seine Meinung anders gewesen, aber mit dieser Bundesregierung sind alle durch und das gilt für andere Länder auch. In Holland hast du gesehen, was passiert ist. Ich glaube, wenn in Deutschland jetzt, wenn es jetzt knallt, und das ist die große Chance der FDP, und ich verstehe nicht, warum sie dieses Elend nicht beenden. Sie kleben, der Kanzler hat erst gesagt, nö, erst hat er gesagt, nix, dann hat er gesagt, nö, dann hat er 24 Stunden später eine Heißluftrede gehalten, das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Da hat er dann gesagt, ja,
Jetzt hätten Sie ja noch 2 Jahre Zeit, dem Volk klarzumachen, warum alles, was Sie machen, richtig ist. Mehr oder minder. Jetzt frei interpretiert, aber wenn man sich das anhört, ist das, was man raushört. So. Die sind völlig, völlig weg von allem und das Volk macht es nicht mehr mit. Wir sind kein Revolutionsvolk leider, so wie die Franzosen. Bei den Franzosen knallt es ja gerade richtig. Da schließen sich ja Politiker ein und schließen die Türen zu, lassen andere nicht mehr rein und so. Also da knallt es ja ordentlich. Auch das wird hier nicht berichtet. Aber die Deutschen sind so nicht. Aber die Deutschen haben, das haben sie auch schon bei Corona gehabt, ein Drittel der Deutschen hat die Scheiße verweigert. Das ist echt viel gegenüber anderen Ländern. Und wir sind eigentlich, wir sind leise Revoluzzer und wir sind feige Revoluzzer vielleicht, aber wir sind Revoluzzer. Und ich glaube, dass ich habe so ausgerechnet jetzt auch hier für das, was ich da mit Kirsten abends mache. Ich glaube, es gibt, also jetzt mal theoretische Zahl, aber es gibt 27 Millionen Menschen, die mit dem ganzen Scheiß massiv und auch aggressiv nichts zu tun haben. Das ist vielleicht erstmal nur etwas mehr als ein Viertel, fast ein Drittel. Aber die treiben die mittlere, das mittlere Drittel auch mit. Und dann bleibt noch ein Drittel über. Das sind die, die oben sind, die in ihrer Blase leben. Und von denen verabschieden sich jeden Tag, werden das weniger. Die Grünen haben keinen Support mehr. Die SPD hat keinen Support mehr. Das sind Wrackparteien. Selbst alle drei zusammen haben nicht mehr das, was CDU hat. Es ist so dermaßen, also, und die sind so, die könnten jetzt ja, oder hätte man erwartet, dass sie sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut, wir machen es wieder gut. Aber das, sie sind so doof. Und ein Glück ist das so, dass sie nichts einsehen, einfach weitermachen. Und sie haben es sich, sie kriegen das Volk nicht mehr eingefangen. Egal, wie viel sie uns jetzt noch spalten. Jetzt kommen sie wieder an und reden was von Vogelgrippe oder irgend so ein Schrott. Glaubt ihnen kein Mensch mehr. Die Deutschen sind mit ihrer Regierung so durch, wie sie seit 1949 nicht mehr waren, ganz sicher. Aber das Schlimme ist halt, was mich daran misstrauisch macht, ist halt, dass sie ja eben, wie gesagt, dass sie starrsinnig sind und nicht lernen. Und statt deeskalierend auf ihr Volk zu, ich glaube, das hört man den Hund piepen hier. Nein. Der Hund beißt immer in irgendwas rein. Ja. Und der Hund beißt in sein Eichhörnchen, wo so ein Gummitröte dran ist. Und das macht dem Hund total Spaß. Das kennen wir von hier. Man hört das nicht. Ja, aber dass sie so wenig deeskalieren und dass sie immer noch mit voller Wucht ins eigene Volk schlagen und sie für doof verkaufen und auch nicht aufhören. Ich habe heute gehört, im Bauernverband haben wir da mehrere. Also der Chef vom Bauernverband hat sich heute gemeldet, habe ich vorhin im Radio gehört, und hat Cem Özdemir aufgefordert, diese Tierschutzgesetze, die sie da anscheinend jetzt gemacht haben, zurückzunehmen. Damit zerstören sie das Land total. Sie vernichten die ganze Schweinemastindustrie und befördern die ganze Industrie ins Ausland und das muss zurück. Und wo ich dann gedacht habe, ja, die ganzen Trecker, das haben wir alle schon wieder vergessen. Das haben sie ja auch alles ins Nichts geredet. Sie haben es umgedreht. Sie haben aus der Trecker-Demo eine Demo gegen rechts gemacht, von wegen 100.000 alle gemeinsam. Und damit haben sie dieses entkräftet. Sie sind extrem, das sind eigentlich Faschisten. Die arbeiten mit den linkesten Methoden, mit den übelsten Methoden. Sie haben blöderweise, das ist das Einzige, was wirklich schlecht ist heute, sie haben halt die, sag mal, wie soll ich sagen, die leichtgläubig dummen, linksgläubigen Künstler, Comedies, Kabarettisten, die haben sie hinter sich und die Journalisten. Das ist irre, das ist zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands so, dass dieser Bereich nicht die vierte Gewalt ist, die auf die Politiker achtet, die für Gerechtigkeit sorgt, die auch Sachen kritisch unter die Lupe nimmt, die sie auslacht, die alle, das machen die nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Das ist eine einzige Regierungströte zum großen Teil. Und es gibt ein paar lobende Ausnahmen, so wie dich und noch ein paar andere. So selbst der Herr Nuhr, ja, der ja jetzt also bei weitem kein großer Revoluzzer ist und so, aber der ist intelligent und der sagt gute Sachen. Und selbst der wird ja schon teilweise ausgegrenzt, ja. Und den haben sie in der Corona-Zeit haben sie probiert, fertig zu machen und so. Aber ich bin relativ überzeugt davon nach der Wahl, dass sie es jetzt, dass sich jetzt vor allem auch andere Leute, auch die, die noch CDU gewählt haben oder die noch SPD gewählt haben aus Gewohnheit, sagen jetzt, oh, die anderen sind so viel, ich glaube, ich will lieber zu der Herde gehören, die regierungskritisch ist. Mir ist scheißegal, ob sie mich als Nazi bezeichnen, aber sind ja alles Nazis, was soll die Scheiße? Ich mache das mit. Wer behauptet, dass die Sänger von Sylt Nazis sind oder Rassisten, hat sie nicht alle beisammen. Die haben etwas Rassistisches gemacht und sind strunzdumm und waren auch nicht großartig besoffen und haben Pech gehabt, dass der Hamburger Pächter nicht seine Hamburger Kumpels angezeigt hat, die nämlich alle mitgesungen haben und auch da waren, sondern die paar Münchner, die da waren irgendwie. Aber die, wer das sagt, dass die Rassisten oder Nazis sind, der hat sie nicht alle. Das ist Blödsinn. Und was sie machen damit ist, und immer mehr Leute sagen, nee, das sind die nicht. Und wenn ihr das sagt, seid ihr Lügner. Und inzwischen ist es so, das siehst du ja, Frau Baerbock hatte hier
in Hamburg vor der Wahl einen großen Auftritt, ne? Da waren 120 verstrahlte Grüne, 120. Und dann war so ein Zaun und dahinter standen die Hälfte Palästinenser, die haben da als ganze Zeit geschrien, Free Palestine, Free Palestine, und die andere Hälfte haben Buh gerufen. Du hast die Frau konnte nicht mal reden. Dass die sind am, egal wo sie auftreten, es wird an ihren Autos gerüttelt, sie werden ausgepfiffen, ausgebuht und sowas alles. Und ganz ehrlich, die werden immer bockiger, weil sie schon immer bockig waren. Ja, das sind bockige kleine Kinder, die keine Bildung haben und die sich gar keine Gedanken machen über ihre Zukunft, sondern außer dann denken, Hauptsache ich kriege meine 10 Mill nächste Woche wieder. Das ist ja das Problem, das wollen sie halt unbedingt. Das ist halt auch so geil. Hast du gehört, dass man 2 Tage nach dieser krachenden Wahl Ricarda Breit erlangt, dass man die zur politischen Aufsteigerin des Jahres gewählt hat? Hat mir, muss ich sagen, hat Jo Gröbel mir erklärt, hat gesagt, ja, diese Nominierung fand schon ein halbes Jahr vorher statt. Aber auch das ist ja irre. Jemand, der komplett versagt, zum Aufsteiger zu machen. Abgesehen davon, was für eine dicke Treppe muss das sein, dass die aufsteigt. Ja. Die hat bestimmt eine Rolltreppe gehabt. Ja, Und damit sie da wahrscheinlich. hochfährt, damit sie die nicht mal oben in eine McDonald's-Filiale. Aber Tretbalken. und der Journalistenpreis ging an die Journalisten, die diesen Skandal da mit der Schultasche, wie hieß denn der jetzt noch? Ja. Aiwanger, den Ja. Aiwanger-Skandal, der nicht mal aufgeklärt ist, wo es gar nicht ist, der ist ja nicht verklagt worden, nichts. Aber die haben für diese Reportage, haben die jetzt einen Journalistenpreis Genau. gekriegt. Eigentlich soll das Korrektiv ja bekommen für seine großartige Aufklärung, aber da war blöd, die sind selber zurückgetreten, weil die wollen nämlich jetzt nicht mehr darüber reden, was sie eigentlich gemacht haben und warum sie es gemacht hat und wer sie dazu gebracht hat, das zu machen. Ja, das ist ja auch geil. Das habe ich gar nicht gewusst. Guck mal. Ja. Da wollen sie nicht mehr drüber reden, weil es ja leider ein kompletter Flop war. Das war einfach nur eine Geschichte. Es geht immer nur darum, sie haben, also mein ganzer Wahlkampf, das ist das Irre. Das hat ja so ein Experte auch gesagt. Der hat gesagt, die Parteien, die verloren haben, haben vor allen Dingen deswegen verloren, weil sie waren gegen rechts. Aber sie haben keine einzige Botschaft gehabt. Der steht der Scholz da und sagt, also ein Wort war Frieden. Das andere war Sicherheit, ja. Sicherheit mit dem Vogel, der hat alles kaputt gemacht mit seiner Regierung. Frieden mit dem Vogel, der ist in den Krieg marschiert. Wie kann man so dumm sein, dass man das Volk für so dumm hält, dass sie noch, wer glaubt denn, dass das Volk dümmer ist als die? Wie kann man denn so geistesgestört sein? Da muss man doch merken, dass da schief läuft. Da ist ein verantwortlicher Wirtschaftsmanager, ja, ist da und sagt, er weiß offensichtlich nicht, was Prozentrechnen ist. Er kann nicht Prozent rechnen und schon gar nicht weiß, was eine Inflation ist. Da braucht man noch nicht drüber reden, wer hier dumm ist. Und das ist das Irre, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass das Volk sie jetzt blöderweise durchschaut hat. Und das Einzige, was du machen kannst, ist deine Arbeit tun und besser und schweigen. Aber die gehen ja immer noch in diese Talkshows und zerlegen sich da selber. Das Ja. ist doch irre. Ah, und die Comedians machen mit. Ich habe neulich was Tolles gehört von Nikolai Binner. Ich mag ja den Nikolai Binner auch sehr Ja. gerne. Der hat neulich gepostet, da habe ich gedacht, ach Scheiße, das hätte ich mal machen sollen. Ich wüsste aber gar nicht, ob ich die Traute gehabt hätte. Also, ja, der hat sich so hingestellt und da stand über dem Post, stand oben drüber irgendwie, also das hat er gespielt von der Greenscreen mit. Also so Bühnenhintergrund, als wenn er auf einer Bühne steht und hat Publikum klatschen und so ganz albernes Klatschen und Gelächter hat er immer eingespielt. Und oben drüber stand, ein deutscher Polizist wird von einem muslimischen Attentäter umgebracht. Und die deutschen Comedians so, was für ein Auto kauft sich Björn Höcke? Ja. Die SS-Klasse. Comedy. Und der Chef von Müller Milch ist jetzt in der Schweiz. Da kommt bestimmt von Kühen, die auf der Weidel stehen. Comedy. Ah, ich habe so gelacht. Einen doofen AfD-Witz nach dem anderen. Und das ist ja das, was ich immer sage. Ich fand das, er hat das so perfekt gemacht. Das war mir so aus dem Herz gesprochen. Ja. Du könntest 1000 Themen nehmen, aber nein, die kloppen weiter auf der AfD drum. Und es war auch total interessant, wer wieder alles zu diesem Thema was zu sagen hatte. Gestern Jonas Greiner ist ein linker Comedian. Ja. Der hat gestern ein Video gemacht. Und ich schätze den an. Ich mag den an. Seine Arbeit will ich jetzt gar nicht bewerten, also tue ich jetzt gleich. Aber ich habe einfach Zeit mit dem verbracht und mich auch nett unterhalten. Und der selber hat mir geschrieben, dass er das sehr bedauert,
dass ich im Schmitz nicht mehr arbeite, weil das auch so toll war, wenn wir im Schmitz zusammen die Show gemacht haben, haben wir nämlich, dann haut der gestern ein Video raus und sagt, ein Meinungsforschungsinstitut hat eine Meinungsumfrage gemacht und haben 40% gesagt, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen. Und dann so, weißt du, so nach dem Motto, und ich habe dann geschrieben, warum? Ja. Warum schreibst du, warum machst du solche, warum machst du solche Gags? Und dann hast du gleich, und ich habe dann geschrieben, ich wäre jetzt ganz, ich freue mich auf deine Meinung bezüglich Gaza und Israel. Ich freue mich auf deine Meinung bezüglich Abschiebung nach Afghanistan. Ich freue mich auf deine Meinung. Dann tu die mal bitte kund. Oder hast du vielleicht Angst davor? Weil es könnte ja sein, dass du Auftrittsverbote kriegst. Also ich verstehe diese Leute nicht. Ich verstehe mich daran nicht, verstehst du, dieser, hat Höcke heute auch gesagt, hier Ralf, hat heute geschrieben, es gab doch dieses Verbot jetzt, ist ja nun heute gekippt worden, Essen wollte ja die Grugerhalle nicht für den Bundesparteitag der AfD geben. Ja. Dagegen hat ja, die haben ja da so eine Klausel eingeführt von Essen, die haben da reingeschrieben, die AfD muss sich verpflichten, dass keine ungesetzlichen Parolen gesagt werden. Wenn sie das tun, müssen sie 500.000 Euro bezahlen. Den Vertrag wollten die so nicht unterschreiben und dann, also es war ja mehr oder weniger, das kann man ja gar nicht garantieren, dass keiner weiß, schon gar nicht jetzt, also weiß ja keiner mehr, was darf man eigentlich noch und was nicht. So, und das ist ja alles eine Auslegung, ist ja alles eine Gefühlssache. Es gibt ja keine Gesetze mehr dagegen, weil die ganzen Sätze, auch das, was auf Sylt gesungen wurde, ist ja nicht gegen das Gesetz. Nein, das eben. Ist, deshalb ist das es heißt, auch wo, wer regiert eigentlich, das Gefühl oder das Gesetz? Also, darum ist es auch gedöns. Und wenn du mal, man muss, glaube ich, vielleicht nur lange genug suchen, dann findet man auch irgendwo noch einen Schwarzen, der mitgesungen hat. Aber egal. Gibt es auf YouTube? Gibt's, ne? Ja, gibt es. Aber das Ding ist, das hat der Ralf Höcker heute gut auf den Punkt gebracht. Das ist dann vor Gericht gegangen und so. Und das Ganze hat jetzt meinetwegen, also 5.000 Euro weiß ich bestimmt, hat mehr als 5.000 Euro gekostet. So, diese 5.000, das ist Gratismut. Diese 5.000 Euro muss das Volk bezahlen. Wir müssen das bezahlen. Mhm. Weil die Stadt Essen ein Zeichen setzen wollte und für den Schaden, für den entstandenen Schaden, was nicht funktioniert hat, müssen die ja gar nicht aufkommen. Normalerweise müsste der Bürgermeister aus seiner privaten Tasche, müsste der das bezahlen. Ich denke, 4,3 Milliarden, die sind weg. Das ist das Steuergeld und es passiert nichts. Wir sind umgeben von gratismutigen Arschlöchern. Ja, im Moment ist es wirklich schlimm. Das sind alles, auch Caroline Kebekus, das ist ein gratismutiges Arschloch. Caroline Kebekus, ich habe sie wirklich gern gemocht. Und dann hat sie die Menschen, die Corona-kritische Fragen gestellt haben, von Anfang an beschimpft. Eine Frau, die keine Ahnung hat von Medizin, keine Art von Virologie, die einseitig informiert wurde, ich würde fast behaupten, Kohle bekommen hat und Schiss hatte um ihren Arsch, war bereit, unschuldige Menschen, die Fragen gestellt haben, im Prinzip an den Pranger zu liefern. Wenn du sie gefragt hättest, in der Hochphase, hätte sie gesagt, ab ins Lager. Die war eine von denen, die Leute in Lager packen wollte. Die ist eine der schlimmsten. Und ich weiß nicht, da ich nicht dabei war, kann ich sagen, was sie genau gesagt hat. Aber sie war ganz vorne mit dabei. Deswegen gehe ich nie wieder. Ich habe mit der nichts zu tun. Ich schalte sofort weg, wenn die kommt. Ich möchte die Scheiße nicht hören. Aber das Schlimme ist, du bezahlst sie ja trotzdem. Ich meine, sind diese Leute sich eigentlich darüber bewusst, dass sie Geld, deren Brot, was sie essen, das, was sie ihrem Kind zu essen gibt, das verdient sie, weil Leute, wenn sie es nicht bezahlen müssen, in den Knast gehen müssen. Hm. Der Zuschauer, der keine GEZ-Gebühren bezahlen möchte und das nicht sehen möchte, der kommt in den Knast. Hm. Das ist der Scheiß egal. Hm. Kennst du eigentlich diese Klimakatastrophe? Welche? Die gerade überall stattfindet. Ja, pass auf. Du glaubst nicht, was jetzt kommt. Also, erstens, die gute Nachricht, sie haben noch nicht. Was ist denn da eigentlich? Moment. Du rauchst, ich esse. Ich esse jetzt auch was. Ja. Pass auf. Also Klimakatastrophe. Wir haben jetzt gerade 14 Grad. Heute Morgen waren 8 Grad. Wir haben Juni. Bis jetzt hat tatsächlich keiner gesagt, es ist der heißeste Juni ever. Doch heute Morgen. Aber sie sagen alle,
Ja, aber du möchtest nicht im Hochwassergebiet leben. Du möchtest nicht im Hochwassergebiet leben. Ich sag, seit es die Menschheit gibt, gibt es ja bekanntermaßen Klimawandel. Die Menschheit hat Folgendes gemacht. Sie hat sich gebildet, aufgepasst und hat gearbeitet, um zu verhindern, dass das wechselnde Klima dazu führt, dass es Unfälle und Katastrophen gibt. Bei Erdbeben kann man nichts machen, bei Flut kann man was machen, nämlich Deiche bauen zum Beispiel und so. Die Ahrtal-Katastrophe ist aus menschlichem Versagen passiert, nicht wegen des Klimas. Das jetzt passiert in Bayern, ganz normales Ding passiert, muss man die Deiche höher machen, muss man Geld investieren, muss man arbeiten, haben sie nicht gemacht. Und jetzt geben sie dem Klima die Schuld, weil sie selber versagt haben. Aber natürlich kann es nicht sein, dass der Juni nicht der heißeste Juni ever ist. Und deswegen bis zu 37 Grad brachiale Hitzeblase im Anmarsch, dann siehst du dieses Bild. Es gibt das gleiche Bild von vor 12 Jahren. Da ist alles das, was rot ist, beige und alles das, was hellrot ist, grün. Sie sind wirklich, es ist bewusste Manipulation im Sinne einer Ideologie, durchgeführt von Menschen, die von der Thematik gar keine Ahnung haben. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie tun es einfach. Und ich muss sagen, ich habe in der Schule gelernt, dass das schlimmste Verbrechen des deutschen Volkes war, dass sie ohne zu wissen, was passiert, ohne sich zu interessieren, was passiert, einfach mitgemacht haben. Kollektivschuld, einfach mitgemacht. Die Menschen, die das machen, die dem Volk Angst machen, die bei Corona dem Volk systematisch Angst gemacht haben, die sind schuld. Wir tragen genau so eine Schuld wie diese ganzen Nichttäter und Mitmacher in der DDR oder auch damals zur Nazizeit. Das ist alles die gleiche Mischpoke. Und der Deutsche scheint, und das bin ich total schockiert drüber und echt auch unglaublich angefasst und traurig, dass wir als Volk nichts gelernt haben aus der ganzen Schulbildung. Aus allen dem Auseinandersetzen mit dieser Zeit, wir haben nichts gelernt. Wir sind sofort wieder bereit, Leute einzusperren, auszugrenzen und so weiter, Impfpflichten einzuführen, die Leute anzulügen, zu sagen, machen wir nicht, dann machen wir es doch. Jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen die Kinder, stell dir mal vor, jetzt will der Pistorius die Kinder registrieren. Er will sie nicht einziehen. Nur, dass man weiß, was man hat, registrieren. Und es steht da ernsthaft der Satz, kein Wehrzwang. Das stand bei Impfzwang auch mal. Und ruckzuck hatten sie den Impfzwang da. Dass sie in der heutigen Zeit, dass man so dumm ist und so einfältig und so unverschämt, dass man Menschen in den Krieg schicken will, stellt IT-Experten ein, baut Drohnen, macht irgendwas, die Menschen im Krieg, du brauchst heute keinen Menschen mehr, der im Panzer fährt. Das kannst du mit dem Joystick machen. Du kannst Drohnen schicken, du brauchst keine Flugzeuge, du kannst das alles machen. Bau die modernste, frag Israel, wie man Armee baut. Denn die wissen, wie es geht tatsächlich, wie man sieht übrigens. So, warum bauen wir keine israelische Armee? Wieso kommen sie auf die Idee, dass sie jetzt plötzlich, ganz ehrlich, willst du in Krieg gehen mit den Kindern, die noch auf der Straße kleben? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, das sowieso nicht. Also da. Die können ja gar, die können nichts. Die können Aber. nicht, völlig verweichlichte Suppe, und die sollen dann plötzlich das Land verteidigen. Ich lache mich tot. Der Russe und wer immer der böse Feind sein soll, der da kommt, ja, selbst wenn der Grieche auf Uso angelaufen kommt, haben die keine Chance. Also ich, wie gesagt, zwei Sachen. Das eine ist, die ganzen, mich ärgern diese Leute natürlich auch. Mich ärgert diese ganzen Demos gegen rechts und. Ich finde das alles, weil es alles völlig falsch geframed ist und das ist alles so blindes Mitläufertum, ohne überhaupt nachzudenken. Und um nochmal auf Aldiana zu kommen, wenn ich da Kinder zwischen meinen Bassboxen und der Technik und durch die Gegend laufen sehe, weiß ich ja auch, wessen Geistes Kinder da marschieren. Denn das ist ja diese Ja, Generation, diese genau, das ist das. Genau. Das Buggy sind. Hipster Ja. Generation. Und aber das Einzige, was mich da tröstet, ist, es ist die Hoffnung. Die haben einfach die Hoffnung, sie sind Ja. auf der richtigen Seite, sie haben die Hoffnung, es geht noch alles gut. Und dann frage ich mich aber, warum, das ist auch so eine Notiz, die ich heute gelesen habe, NATO baut Hauptquartier für Ukraine-Einsatz in Deutschland auf. Ja, Wer hat mich in denn danach Wiesbaden irgendwo, gefragt? ne? Keiner hat mich danach gefragt. Dagegen müssen sie auf die Straße. Ja, Warum ist denn doch jetzt irre. Deutschland? Völlig irre. Völlig Und irre. Völlig irre. was mir auch aufgefallen ist bei diesen ganzen Nazi, die hören auch nicht richtig zu, wie so geframed wird bei diesen ganzen, diese ganzen Genau. Mitläufer. Als
Selenskyj da seine Rede gehalten hat, da hat unsere Bundestagspräsidentin oder wie die heißt, die hat dann gesagt, bevor der auf die Bühne kam, da hat sie gesagt, vor kurzem sei eine Delegation gewesen von Ukrainern und die haben sich den Bundestag angeguckt. Und da hat eine Frau, hat von ihrem Großvater eine Inschrift gefunden. Die haben ja da irgendwas da. So, und dann hat sie gesagt, auch ukrainische Soldaten haben Deutschland von den Nazis befreit. Und da habe ich so ein paar Minuten überlegt und dachte, Was? die haben uns nicht von den Nazis befreit. Wir waren die Nazis. Die haben die Nazis besiegt und die haben uns besiegt. Die haben uns aber nicht befreit davon. Nein, natürlich Die nicht. wollten alle Nazis sein und wir waren auch Nazis. So, wenn die uns aber dann befreit haben und die haben gegen uns gewonnen, wo kommen die denn jetzt alle her wieder? Also ich denke, wir wurden davon befreit. Das ist alles, es hinkt alles. Dieser schöne Satz von Broder, der Deutsche möchte nachträglich den Holocaust verhindern, der bekommt ja auch immer mehr Wahrheit. Der Absolut Deutsche hat sich richtig, so sehr damit beschäftigt, nachträglich den Holocaust zu verhindern, dass er den nächsten billigend in Kauf nimmt. Ich glaube, genauso wird es kommen. Das genauso ist wird es kommen, wirklich genauso wird es kommen, unglaublich. ja. Und dann werden sie am Ende noch sagen, ihr müsst jetzt alle sterben für die Gerechtigkeit, weil es einfach gerecht ist. Nur sie selber haben damit ja gar nichts zu tun. Wieso wie Zelensky? Stell dir mal vor, der Zelensky, also der rennt durch die Gegend und bettelt Zeug zusammen, ja, und feiert. Also der hat die Zeichen der Zeit erkannt. Der hat erkannt, wie er und allen schlechtes Gewissen macht und wie er sich selbst hinstellt. Der Typ ist im Krieg. Dann soll er sich verteidigen. Das war's. Aber Natürlich. weißt du, welcher Gedanke für mich jetzt auch wirklich zurückbleibt? Also, was ich finde, das ist ein grandioser Gedanke von dir. Da habe ich überhaupt noch, da muss man drüber stolpern. Und das muss man den Leuten auch sagen. Also, wenn dieser Podcast heute mal einen wirklich, wir haben ja sonst nicht unbedingt eine Message, aber heute haben wir eine. Das ist, Ich bin mir es wird sicher. keine Impfpflicht geben, das ist freiwillig. Es wird keine Wehrpflicht geben, das ist freiwillig. Das Die Gleiche. machen es freiwillig, die machen es genauso wie mit dieser Impfpflicht. Die sagen, Ja. es ist freiwillig. Ja. Und es ist erstmal ist es fürs Gute. Und es ist freiwillig. Das, Ja. danach werden sie sagen: Guck mal, also wenn ihr nicht jetzt in den Krieg geht, ne, dann müssen eure Kinder leider sterben. Du musst jetzt in den Krieg gehen, sonst müssen deine Kinder ja sterben. Das haben sie bei der Impfpflicht auch gemacht, genau. Und ganz ehrlich, ich habe gar kein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem mit, also ich finde es super sogar, wenn man Dienst am Staat, also am Staat tut. Aber doch nicht in einer Truppe. Also gut, wenn man denen ein bisschen Disziplin beibringen will, bitteschön, dann macht das. Dann geht das in den Sportclub gehen oder so. Aber doch nicht, es glaubt doch keiner. Wer glaubt denn heute noch an Menschen, die mit Waffen gegeneinander schießen auf einem Schießfeld? Du musst, guck dir an, was die Israelis machen. Top ausgebildete Menschen, top ausgebildete. Das sind High-End-Sportler. Die wissen genau, was sie tun. Mit der besten IT, mit den besten Drohnen, mit den besten ferngesteuerten Panzerwagen, alles das. Die haben alles. Und wir? Was haben wir? Wir wollen Schüler rekrutieren, damit sie Wehrdienst machen Wir haben und mit den Russen zu Dinkeldörte. beweisen, dass man vor uns wirklich Angst haben muss. Ganz ehrlich, wenn die in ihren Tütüs davor tanzen, ja, die Straßenkleber, dann hat der Russe natürlich Angst. Aber das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ja, wir haben Dinkeldörte, die sich als Mann Ja. fühlt und deshalb an der Waffe dir all dient. Ach, Die werfen. meine Dinkeldörte winkt auch schon hier, Ja, mein. ihr müsst jetzt schnell los. Ihr müsst ins Del Favero. Ich wünsche guten Appetit. Ich Ja. empfehle es vorher anzurufen, aber muss man nicht. Da ist ja Wochentag heute, kein Problem. Das war ein schöner Podcast. Trotzdem, wir Ja. haben, glaube ich, echt ereifert, ne? Haben wir uns noch ein Sehr bisschen. schön. Das ist gut, dass wir das gemacht haben. Das muss auch mal raus. Das muss wirklich raus. Ich wünsche dir für deine Late Night heute Nacht, heute Abend alles Gute, viel Spaß, toi, toi, toi. Und morgen fahre ich nach Osnabrück. Tschüss. Tschüss.